Derbyzeit in München. Die Augsburger Panther zu Gast zum ersten Mal im SAP Garden. Letzte Saison haben die Augsburger 3 von 4 gewinnen können gegen München. Das Heimdebüt für Interims-Cheftrainer Max Kaltenhauser. Und der sah Augsburg in Weiß mit den ersten guten Situationen. Pfostenschuss von Cemic. Die Situation geht weiter. Kunik kommt aber an die Scheibe. Niederberger pariert das Ganze in einem Augsburger Powerplay. Vom Beginn an viel Tempo drin. Es ging ganz gut hin und her, nachdem München die Anfangsphase bestimmte. Augsburg mit dem Powerplay, dann aber das bessere Team und eben mit diesen ersten Top-Möglichkeiten. Kaum war das Powerplay beendet, diese Situation. Sengerli legt ab auf Oblinger. Das 1:0 für die Panther. 4. Saisontor schon für Alex Oblinger, der ja schon 2-mal in Unterzahl getroffen hat. Hier trifft er bei 5 gegen 5. Top vorbereitet von Sengerli. Und Niederberger kommt nicht in die richtige Position. Also nach 20 Minuten knapper Rückstand für die Red Bulls. Aber natürlich noch jede Menge Zeit, das zu reparieren. Max Kaltenhauser, ein Trainer auf Augenhöhe im Gespräch mit seinen Spielern. Das zweite Drittel und es lief besser für München. Powerplay, Tobi Rieder mit dem 1:1. Auch in den Minuten zuvor viel Druck aufgebaut von München. Blam schießt zunächst an den Pfosten. Rieder ist da und verwertet den Abpraller. Nur wenige Sekunden später. Elitz einmal quer auf Smith. Die Riesenchance zur erstmaligen Führung für die Red Bulls. Aber Mann und der Pfosten haben etwas dagegen. Eine wilde Phase in dieser Partie nach dem 1:1. Es ging nun hin und her. Richtiges Wild-West-Hockey. Augsburg war wieder an der Reihe. Die erneute Führung durch DJ Bastecker. Nur 1,5 Minuten nach dem Ausgleich. Der Augsburger Konter, Sengerli, Trevelyan und Bastecker hält die Kette rein. 2:1 für die Panther. Also guter Moment, um zurückzuschlagen, aber das zweite Drittel natürlich noch nicht beendet. Wieder Powerplay München, wieder Tor, diesmal Markus Eisenschmied per One-Timer. Ja, das Münchner Powerplay ohnehin bockstark in dieser Saison. Wenn man ihnen zu viele Möglichkeiten gibt, dann werden sie das bestrafen. Lancaster schiebt quer, Eisenschmied lässt es krachen. Der erneute Ausgleich für München. Die Verletzten Orben, Hager, Parks, Krämer, Johansson. Im Moment wieder ganz gut gelaunt. Das letzte Drittel. Und München baute immer mehr Druck auf. Wieder Powerplay. Diesmal die Latte im Weg. Die Kombination auf Yasin Elitz. Mann eigentlich geschlagen im Bunde mit dem Gestänge. Und auch danach München so richtig am Drücker mit etlichen Top-Möglichkeiten. Erst Daubner, dann de Sousa und auch Veit Oswald. Alle nicht in der Lage, Augsburgs Torhüter zu bezwingen, der ein Riesenspiel machte in München. Und so kam es dann fast, wie es kommen musste. München ließ eine Top-Chance nach der anderen ungenutzt und plötzlich war der Puck auf der anderen Seite im Tor. Was für ein krummes Ding. DJ Bastecker mit seinem 2. Tor in dieser Partie. Eder hat eigentlich alles im Griff, aber Bastecker hält einfach mal die Kelle rein. Das Ding rutscht Niederberger durch. Und Augsburg zum 3. Mal in Führung. Danach so ein bisschen die Gegenwehr gebrochen. Augsburg mit einem späten Powerplay macht dann den Deckel drauf durch Damiani. Wunderschön herauskombiniert. Keine Chance für Niederberger. Die Augsburger Panther schlagen zu mit einem starken Torhüter, mit opportunistischen Angreifern. 4:2 Auswärtssieg in München. Das erste Derby dieser Saison geht also an die Augsburger Panther. Der 4. Derby-Sieg in Folge. Das tut den Münchnern natürlich richtig weh. Nee, ich glaube, die Chancenverwertung ist das Einzige, was wir uns ein bisschen ankreiden können. Wir sind eigentlich relativ gut hinten gestanden. Wir haben denen nicht allzu viel gegeben. Natürlich kreieren die auch Chancen, so ist es nicht. Aber im Großen und Ganzen liegt es eigentlich eher an der Chancenverwertung heute.
I mean, it was huge. You know, we didn't come out our first two periods and play our best hockey, but fortunately we had Strouser back there just kicking and making a lot of big saves, and you know, just kind of stuck with it and found a way to get 3 points. And anytime you can do that in this league, it's huge. So it's great. Also großer Sieg für Augsburg. DJ Pastecker sagt, dank Strauss, man, hat man hier auch einen Weg gefunden, dieses Spiel zu gewinnen. Der dritte Sieg in Folge für die Augsburger Panther, die in der Tabelle an München vorbeiziehen. Live bei Magenta Sport.